Herzlich willkommen beim Männergefühle, das Experiment. Ich bin Jana und befinde mich in Helmstedt im Headquarter von Avacon. Sag mal, Jana, bist du so eine Powerfrau geworden, weil du mit so vielen Männern zusammenarbeitest? Das wurde ich mal gefragt. Und damit bin ich nicht allein. Also mit Fragen, die speziell Frauen gestellt werden. Ob nun in Interviews, Vorstellungsgesprächen, im Privat- oder Berufsleben. Fragen, die das Denken in Stereotypen, Rollenbildern offenlegen. Das passiert ganz unbewusst, denn wir sind mit diesen Stereotypen aufgewachsen. Sie sind für uns normal. Kann oder wird sich das ändern? Das wissen wir nicht. Aber wir sind genauso neugierig wie die KollegInnen von der Tagesschau und unserer Schwester Westenergie, die dieses Experiment schon durchgeführt haben. Uns interessiert, wie unsere Kollegen auf solche Fragen reagieren und was es mit ihnen und uns macht. Experimente sind dafür da, neue Erkenntnisse zu erlangen, Unentdecktes offenzulegen und einfach auch mal zu machen. Sie erfordern Mut, Offenheit und die Bereitschaft, sich von Gewohntem zu lösen. Herzlichen Dank schon an dieser Stelle an unsere mutigen Kollegen, die sich heute unserem Experiment stellen. Hallo, ich bin Steffi und werde euch heute den Tag begleiten. Mit dabei sind heute 7 Kollegen von der Avacon. Wir haben euch heute hier eingeladen, um euch gegenseitig zu interviewen. Frank, du beginnst als Fragender. Hier deine Fragen. Rainer, du siehst sehr gut aus und bist intelligent. Wie schaffst du es, ernst genommen zu werden? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss versuchen, sag ich mal, mit dem, was man sagt, auch vom Inhalt her zu überzeugen. Es hat weniger was mit Outfit, wie man jetzt aussieht, zu tun, sondern dass einfach der Content auch zur Frage passt. Jannis, als erfolgreicher Mann gehst du als Exot. Verrate uns, wie du es allen Umständen zum Trotz geschafft hast, in deiner Funktion erfolgreich zu sein. Ich lege einen guten Fokus auf die Arbeit und konzentriere mich da auf eine strukturierte Arbeitsweise und ein organisiertes Vorgehen. Aber ich schaffe auch einen Ausgleich zur Arbeit durch meine Familie, durch meine Hobbys und kann dadurch überhaupt erst 100% bei der Arbeit geben, dass ich auch mal zwischendurch abschalten kann. Wissenschaftlich betrachtet haben Frauen im Durchschnitt mehr Führungskompetenz als Männer. Wie gleichst du das Defizit aus? Ich versuche, kommunikativ zu sein, ich versuche, auf meine Mitarbeitenden einzugehen und immer ein offenes Ohr zu haben. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Sind schon wieder 4 Wochen rum oder warum bist du so schlecht drauf? Schwierige Frage. Woran ist das festzumachen? Ich empfinde es nicht so. Frank, hast du Angst, dass du nur auf das Äußere reduziert wirst und wie wirkst du dem entgegen? Wenn ich ehrlich bin, bin ich mit meinem Äußeren eher im Durchschnitt zufrieden. Also ich denke mal nicht, dass es auf mich zustimmt oder zupasst. Rainer, ist deine Position für dich als Mann nicht eine besondere Herausforderung? Auf jeden Fall. Jeden Tag ist das eine Herausforderung. Jeder Tag ist anders und ich weiß keinen Tag, was auf mich zukommt. Wie haben sich die Fragen für euch angefühlt? Ich fand es schon sehr befremdlich. Also als Mann aufs Aussehen oder temporäre Gefühle in bestimmten Rhythmen angesprochen zu werden, sehe ich schon als sehr befremdlich an. Der ursprüngliche Hintergrund der Frage wird vermischt mit einem kleinen Touch zum Geschlecht. Mhm. Und das passt für mich eigentlich gar nicht zusammen. Ich fand es auch total irritierend und auch sehr, sehr schwierig, darauf irgendwie eine adäquate Antwort zu geben. Jens, wie fandest du die Frage zum Thema Führungskompetenz? Naja, Janis ist da ja, glaube ich, ganz eloquent darüber hinweggegangen irgendwie, aber es war ja schon eigentlich auch total spezifisch irgendwie gestellt. Du hast es eigentlich ignoriert, glaube ich, in einer Antwort. Aber ja, vom Grundsatz her halt alles total provokant und das macht einen, glaube ich, als wenn man eine Antwort gibt, dann schon so ein Stück weit, ja, man gerät da schon in so eine defensive Rolle, ne, und will sich dann verteidigen. Es läuft ja auch darauf hinaus, dass man dann, wenn man solche Fragen gestellt bekommt, in die nächsten Gespräche schon vielleicht mit einer gewissen Meinung reingeht und vielleicht einfach schon so in das Gespräch geht, was habe ich überhaupt für eine Wirkung auf andere, und man muss sich ja dann Gedanken machen, was habe ich jetzt auch für eine optische Ausstrahlung auf andere, wenn das anscheinend relevant ist und nicht auf das eigentlich Inhaltliche, was man ja auf der Arbeit normalerweise in Meetings besprechen sollte. Die Fragen beinhalten halt schon so ein Stück weit, vielleicht, ich will es nicht einen Angriff nennen, aber schon so eine leichte persönliche Provokation. Ethan, kannst du dich noch an eine Frage erinnern, die dich besonders irritiert hat? Ja, eigentlich insgesamt fand ich das eigentlich schade, dass das überhaupt in der Realität solche Fragen auch an Frauen gestellt wird.
dass halt Leistung mit, sag ich mal, mit einem Geschlecht verbunden ist oder verbunden wird. Da muss man auch dazu sagen, dass wir jetzt hier in einer Situation sitzen, wo wir mit so einen Fragen rechnen konnten. Und wenn ich die als Frau gestellt bekomme in einer Situation, in der ich vielleicht in der Abhängigkeit auch noch stecke, dass ich was möchte, ich möchte weiterkommen, ich möchte vorwärts kommen, ist das ja eine Situation, wo du als Frau ja auch nicht einfach sagen kannst, also die eigentliche Antwort geben möchtest, aber nicht kannst, weil du vielleicht dann Schwierigkeiten hast, in Positionen zu kommen, wo du hin möchtest. Aktuelle Studien und auch repräsentative Umfragen belegen eine höhere Kompetenz von Frauen in Führungspositionen. Insbesondere männliche Manager nehmen Frauen auf jeder Hierarchieebene und auch in Funktionsbereichen als wirksamer wahr. Sogar in traditionell vermeintlich männlichen Bereichen wie IT, Management und Recht. Warum haben wir dann aber nicht viel mehr Frauen in Schlüsselpositionen? Entscheiden Frauen sich womöglich aktiv dagegen, die höchsten Positionen anzustreben? Keineswegs. Unbewusste Vorurteile spielen eine große Rolle bei Personalentscheidungen. Gleiche Eigenschaften werden je nach Geschlecht unterschiedlich bewertet. Großes Selbstvertrauen wird beispielsweise bei Frauen oft als Arroganz interpretiert. Das hat seinen Ursprung natürlich auch in den stereotypen Rollenbildern, mit denen die meisten von uns aufgewachsen sind. Unsere Quellen findet ihr übrigens in den Shownotes. So, wir haben einmal die Besetzung gewechselt. Jetzt sitzen Olaf und Ethan hier vorne und werden sich interviewen. Ethan, für dich die Fragen. Du bist ein Familienvater. Hast du alternativ zu deinem Karriereweg einmal überlegt, bei deinen Kindern daheim zu bleiben? Das noch nicht. Meine Kinder sind, die Jüngste ist 22 und da war das noch kein Thema, dass Männer langfristig zu Hause bleiben damals. Heute würde das was anderes sein, da würde ich, glaube ich, zu Hause bleiben. Du arbeitest in einer Frauendomäne. Ist dir bewusst, dass du ein Quotenmann bist und wie gehst du damit um? Ich arbeite hauptsächlich in der Buchhaltung, das ist sehr frauenlastig und ich genieße eigentlich das Arbeitsleben. Es ist ausgeglichen und wir haben eine gute Stimmung im Team. Was habt ihr bei der Frage nach der Quote als erstes gedacht? Ich habe gedacht, das ist wieder diese typische Quotenfrage. Aber insgesamt ist das gar nicht mehr wichtig, finde ich. Also wir strapazieren diesen Begriff aus meiner Sicht auch in der Gesellschaft viel zu sehr. Wir sollten eher einfach mal vom viel Diskutieren ins Machen kommen und überlegen, wie können wir sozusagen diese Ausgeglichenheit im Unternehmen einfach herstellen. Ich glaube aber nicht, dass sie definiert werden muss. Also wenn ich mir eine Situation vorstelle, wo ein absolut männerlastiges Team ist und dann wird eine Frau eingestellt und vielleicht gab es auch männliche Bewerber, dann kriegt die unabhängig davon, dass es sozusagen vielleicht einfach nur die reine fachliche, überraschenderweise die rein fachliche Kompetenz war, die halt dazu der Entscheidung geführt hat, kann es, glaube ich, schnell einen Eindruck erwecken, dass es einen Quotengrund gibt, dass man sich für die Frau und nicht vielleicht für den Mann als Bewerber entschieden hat. Und deswegen glaube ich, so diese Diskussion kann entstehen, auch unabhängig davon, ob es wirklich in einem Unternehmen oder in einem Team eine Quote gibt oder nicht. Ethan, würdest du dich als Powermann bezeichnen? Nein, ich würde mich nicht als Powermann bezeichnen. Du hast ja ein bestimmtes Alter erreicht. Deine biologische Uhr tickt. Wie sieht es bei dir mit der Familienplanung aus? Ja, ich habe das auf jeden Fall vor, eine Familie zu bauen. Da habe ich auf jeden Fall mir das vorgenommen, bis wann, in einem bestimmten Alter. Aber ich lasse mich da auf jeden Fall nicht, sage ich mal, wegen meiner biologischen Uhr da abgrenzen, bis zu wann ich eine Familie, sage ich mal, gründen möchte. In harten Diskussionen bist du häufig sehr emotional. Hast du manchmal Angst davor, zickig zu wirken? Je nachdem, wo ich mich befinde. Ob das jetzt in einer professionellen Atmosphäre ist oder zu Hause, das wird ja bestimmen, ob ich ja zickig wird oder nicht. Also es kommt natürlich immer darauf an, in welcher Situation die Frage gestellt wird. Und wie gesagt, wie man damit dann halt umgeht, es kommt halt auch darauf an, wer die Frage gestellt hat. Also es ist halt wirklich situationsabhängig. Wenn man ein Thema hat, für das man einstehen will, dann, ja, dann kommen halt Emotionen dazu. Ne? Aber es ist die Frage, ob das dann als Leidenschaft dargestellt wird oder Zickigkeit hat auch so eine irrationale Komponente irgendwie mit dabei, ne? Die einfach stark negativ konnotiert ist. Ja. Wie empfindet ihr den Begriff Powermann? Was bedeutet das für euch? Kennt ihr ihn? Ich denke mal hier nicht. Es ist irgendwo eine Ableitung aus Richtung Powerfrau, dass man vielleicht das einfach so platt mal rausspricht und ohne groß zu überlegen, was macht das mit einem, in so eine bestimmte Ecke gedrückt zu werden. Ich denke mal schon, dass das genauso ja, vielleicht auch überlebt ist wie eine Powerfrau. Ich sag mal, eine Frau, die ihren Mann steht, wenn man das so schön sagt, so diese alten Sprüche, das sind so die Sachen, die rutschen einem einfach aus.
Ja, warum kann man nicht sagen, der Job wird gut erledigt oder man steht im Leben oder man ist dabei mit wirklich Engagement und allem, was dazugehört? Finde ich schon ein bisschen platt. Das ist ähnlich wie diese Frage mit dem Zickigen. Das ist irgendwo immer so die Attitüde, die einem so ein bisschen unterstellt wird, um einen in bestimmte Richtung zu stellen. Und wenn ich einer Frau sage, das hast du gut gemacht oder boah, das war jetzt echt powerful oder auch, man bist echt eine Powerfrau und das kommt authentisch und ist auch so gemeint, ja, also du hast es echt mit Power gemacht, das war super, dann finde ich das nicht kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur dieses Pendant dazu, Powerfrau und Powermann in der Sprache, das kennen wir ja so. Also ich kenne das so nicht. Typisch Frau. Und eigentlich war der Begriff mal positiv belegt, glaube ich auch. Powerfrauen, ne? So ist der doch entstanden, hätte ich jetzt auch gesagt. Ist das nicht klassischer Fall von gut gemeint, ist nicht gut gemeint? Aber so viele Bälle in der Luft, ne? Und Familie und Beruf. Und dann sind wir wieder bei dem Thema zusammenbringen bei einer Frau oder so. Da hat man doch diesen Begriff Powerfrau mal irgendwie entwickelt. Ich weiß nicht, das wird ja sicherlich kein alter Begriff sein. Weil man einfach voraussetzt, dass Männer das starke Geschlecht, ja, diese Aussage halt ist. Und wenn eine Frau etwas besonders Kraftvolles macht, das beinhaltet ja das Wort Power, dass es etwas Besonderes sei. Und Powermann habe ich also natürlich noch gar nicht gehört. Also den Begriff kenne ich so auch nicht. Wurde einer von euch schon mal als Powermann bezeichnet? Als Begriff nicht, ne. Es gibt schon Männer, wo ich sagen würde, die finde ich irgendwie inspirierend, energievoll, umsetzungsstark und was auch immer. Aber diese Wortwahl würde ich, glaube ich, nicht treffen. Fallen euch denn direkt mal ein, zwei Powerfrauen ein? Also ohne Namen zu nennen, ja. Da habe ich schon so ein paar von meinem geistigen Auge. Sicher geht es vielen von euch so wie unseren Kollegen. Während euch sofort ein paar Powerfrauen einfallen, müsst ihr bei Powermännern erstmal überlegen, sofern euch überhaupt jemand einfällt, den ihr so bezeichnen würdet. Aber warum ist das so? Früher nannte man sie Karrierefrau und der Duden definierte diesen Begriff bis 2012 so. Frau, die ohne Rücksicht auf ihr Privatleben, ihre Familie, ihren Aufstieg erkämpft hat. Ob das abwertend klingt? Auf jeden Fall. Das vorgeschlagene Gegenstück war der Karrieremann, aber diesen Begriff hat wohl kaum jemand je benutzt. Die Karrierefrau gibt es im allgemeinen Sprachgebrauch nicht mehr. Hier hat sich die Powerfrau durchgesetzt. Zu der gibt es laut Duden übrigens kein männliches Gegenstück mehr. Kein Wunder also, dass unseren Kollegen kein Powermann eingefallen ist? Auch hier bewegen wir uns wieder in stereotypen Rollenbildern und unbewussten Vorurteilen. Bei der Beschreibung eines Mannes wird der Zusatz Power als überflüssig empfunden. Ein Pleonasmus wie eine tote Leiche, der weiße Schimmel oder der runde Kreis. Es muss nur betont werden, was von der Norm abweicht. Unsere Norm ist eine Gesellschaft, die der Annahme folgt, dass nur Männer von Natur aus nach höherem Streben und berufliche Ambitionen zur Grundausstattung gehören. Der Begriff Powerfrau sagt somit eigentlich nur aus, dass eine Frau trotz ihres eigentlich ambitionslosen Geschlechts Power hat. Ob das wirklich ein Kompliment ist? Jens, du hast deine Karriere vor Kinder gesetzt. Wer hat sich um diese gekümmert? Das kann man grundsätzlich nicht so ausdrücken, dass ich meine Kinder da mit der Karriere vernachlässigt habe. Ich habe Familie und Beruf immer vereinbart, habe natürlich gesehen, dass ich mich beruflich entwickle im Verlauf der Zeit, aber habe mir immer ausreichend Zeit, so meine ich zumindest das einzuschätzen, für meine Kinder genommen, für meine Freizeit, nach Feierabend, an den Wochenenden, das dann auch sinnvoll zu nutzen und intensiv. Du hast für dein Alter eine gute Figur. Welche Ernährungstipps kannst du uns mitgeben? Grundsätzlich ist natürlich Bewegung wichtig, eine gesunde Ernährung, da versuche ich drauf zu achten, soweit ich das einigermaßen im Rahmen meines Alters hinbekomme. Genau. Jetzt an die Gruppe, wie habt ihr die Frage nach der Kinderbetreuung während des Karriereweges empfunden? Ich fand sie schon recht einseitig, weil es irgendwo projiziert, dass man eins vernachlässigt, um das andere richtig ausfüllen zu können. Und das ist so nicht in Ordnung. Ja, das Thema, was wir vorhin schon mal hatten, eine Entweder-Oder-Frage war das, ne? Und das gibt es ja heute in dem Maße nicht mehr. Ja, die Frage war ja so gestellt, dass man eigentlich unterstellt, das schaffst du gar nicht. Ja, also so, kriegst du das überhaupt gemanagt, ne? Wie geht deine Führungskraft damit um, dass du in den nächsten Jahren Vater werden könntest? Du bist dann ja mindestens ein Jahr komplett raus und danach auch nicht mehr so flexibel. Das ist eine gute Frage. Ist tatsächlich, glaube ich, mehr bei mir ein Thema, wie ich damit umgehe, als bei meiner Führungskraft. So habe zumindest ich das Gefühl. Es ist bekannt, dass Männer sich von Gefühlen leiten lassen. Du sagst von dir selbst, du bist rational und pragmatisch. Wie können wir uns da sicher sein?
Ja, indem ich hier sitze und genauso ehrlich meine Antworten gebe, wie ich sie auch jedem anderen ohne Kamera und Ton geben würde. Frank, du hast vorhin von einer Kollegin erzählt, die du eingestellt hast. Vielleicht magst du darauf nochmal eingehen. Ja, es war ja vorhin auch das Gespräch, Gewichte in der Arbeitswelt, wir haben Techniken, alles. Also ich sehe das nicht als Problem an. Also man muss es sich trauen. Das ist halt vielleicht auch wirklich dieser Punkt zu sagen, man traut sich einfach auch mal einer Kollegin so viel Vertrauen entgegenzusetzen, dass man sie in eine wirkliche Männerdomäne reinsetzt, weil man ihr das fachlich zutraut. Und ich denke mal, über den Punkt sind wir auch drüber weg irgendwo, dass wir sagen, das ist jetzt rein Männer- oder Frauendomäne. Klischees begleiten uns in allen Lebensbereichen und erstrecken sich pauschal auf ganze Personengruppen. So wird Frauen häufig eine höhere Grundemotionalität unterstellt, wodurch gleiche Aussagen von Frau und Mann unterschiedlich interpretiert und wahrgenommen werden. Beispiel gefällig? Stellt euch vor, eine Person antwortet auf eine Nachricht: Ich habe gerade keine Zeit, ich rufe später zurück. Eigentlich eine eindeutige, sachliche Information. Jemand ist gerade sehr fokussiert auf seine Arbeit und nimmt sich später Zeit für mein Anliegen. Zumindest wird es so wahrgenommen, solange diese Aussage von einem Mann stammt. Kommt sie jedoch von einer Frau, werden häufig Dinge hineininterpretiert. Wahlweise gilt die Frau als gestresst, überfordert oder zickig. Gern wird die Periode als Begründung für vermeintlich zickiges Verhalten ins Rennen gebracht. Der Satz, hast du gerade deine Tage oder was, ist vielen Frauen nicht unbekannt. Leider ist aber auch völlig unangebracht, da irrelevant. Männer fragt ja auch niemand nach ihrem Testosteronspiegel. Gerade Frauen in MINT-Berufen haben auch heute noch mit vielen Klischees und Vorurteilen zu kämpfen. Viele Jobs gelten immer noch als Männersache, auch wenn kein spezielles Körperteil zu deren Ausführung nötig ist. So, wir sind am Ende unseres Drehtages für jetzt angekommen. Was ist euch nach dem heutigen Tag bislang besonders in Erinnerung geblieben? Mit welchem Gefühl würdet ihr heute nach Hause gehen und eventuell Freunden, Familie, Kollegen was erzählen? Also bei mir bleibt auf jeden Fall hängen, dass viele der Fragen immer so eine leichte Provokation in sich trugen, die was halt mit meinem Geschlecht zu tun hatten. Ja, und teilweise auch sogar absurd, ne? Nach dem Gewicht oder so. Die Frage habe ich ja denn bekommen, das finde ich schon, ja, nahezu schon so ein Stück weit unverschämt fast. Ne? Die Frage ist nur, wie kommt es gegenüber zu den zweiten Partei an? Und das ist mir besonders aufgefallen, dass bevor ich eine Stellung mache oder eine Frage stellen, würde ich mir das erstmal zwei, dreimal überlegen, wie wird meine Kollegen das ja sehen? Also wird sie das ja schlecht annehmen oder wird sie das verstehen? Ich rede jetzt nicht von Alltag, generelle Fragen, sondern besonders jetzt bezogen auf den Thematik Sexismus, Anmerkungen, Komplimente etc. Was bei mir auch noch angekommen ist, dass wirklich viele, viele von also Fragen von eurer Auswahl halt wirklich auf das Thema Kinder oder Kinderplanung oder wirklich dieses Gewichten von Karriere zu den Kindern anscheinend eine Rolle spielt. Und man muss ja eindeutig festhalten, dass es gar keine Frage sein darf, dass einem da irgendwie oder dass man sich da über Nachteile im Beruf Gedanken drüber macht. Wie und wovon genau werdet ihr Kolleginnen oder auch euren Familien zu Hause berichten? Dass das auf jeden Fall eine Riesenerfahrung war heute. Also das löst schon so ein paar Prozesse zum Nachdenken an. Ja? Ich glaube schon, dass das eine Reflexion dann auch nach sich zieht. Und vielleicht stellt man dann auch selber die ein oder andere Frage ein bisschen anders. Was nicht heißen soll, dass ich irgendeine von diesen Fragen jetzt irgendwie selber schon mal so gehört habe. Aber was löst das bei dem Gegenüber aus? Und das hat nicht nur was damit zu tun, glaube ich, ob das eine Frau ist oder ein Mann. Wir sitzen ja hier heute auch als Unternehmen. Und heute waren ja schon ein paar spannende Themen auch, wo wir in der Diskussion das auch projiziert haben auf unsere Kultur im Unternehmen. Und da habe ich schon noch ein paar Fragezeichen heute auch. Ne? Also wie weit sind wir jetzt wirklich schon beim Thema Diversity innerhalb der Belegschaft, innerhalb der Führungsmannschaft, innerhalb des Managements? Und heute habt ihr uns ja viele Fragen mitgegeben, die wir uns gegenseitig gestellt haben. Ich werde euch hinterher auch noch ein paar Fragen stellen, weil ich das einfach besser verstehen möchte. Warum habt ihr die Auswahl so getroffen? Das ist eben schon mal so ein bisschen angeklungen. Und nochmal so als Spiegel der Belegschaft, ja, also wo stehen wir wirklich und passen, sag ich mal, auch das Bild
was die Belegschaft auf das Thema Diversity hat, mit dem Bild, was sozusagen das Management darauf hat. Und welche steuernden Impulse können wir da vielleicht nochmal geben? Also das war jetzt auch nochmal, ist vielleicht nicht in der Diskussion heute so rausgekommen, aber es ist für mich im Nachklapp nochmal was, ja? Wo wir vielleicht auch als Unternehmen noch dran wachsen können. Janis, die erste Frage zum Thema, dass du ein Exot seist in deiner Position, war recht direkt. Was waren deine ersten Gedanken dazu? Ich war einfach total irritiert. Also auch jetzt fehlen mir eigentlich noch die Worte, was man darauf Intelligentes antworten sollte, außer inwiefern spielt denn da mein Geschlecht eine Rolle? Die Frage nach deinem Führungsdefizit war auch recht direkt. Wie hast du dich dabei gefühlt? Versuche mich irgendwie auf dieses Thema Führungskompetenz zu konzentrieren, habe dann Dinge genannt, die für mich mit guter Führung zusammenhängen, habe gleichzeitig im Kopf wieder angefangen zu reflektieren, ja, ist das jetzt eigentlich auch gerade wieder sexistisch, weil ich eigentlich Eigenschaften genommen habe, die man so nach Stereotypen eher Frauen zuschreibt, die aber einfach eine wesentliche Rolle spielen für gute Führung. Frank, wie hast du dich bei der Frage nach der Reduzierung auf dein Äußeres gefühlt? Ja, letztendlich, wie du schon sagtest, sehr reduziert auf wirklich einen Fakt, der eigentlich zum Thema eigentlich keine Rolle spielen darf und sollte. Wie bewertest du die Frage nach der alle vier Wochen wiederkommenden Stimmungslage? Also muss ich ganz ehrlich sagen, im Privaten hätte ich solche Frage überhaupt nicht erwartet, gestellt zu bekommen und erst recht nicht beantwortet. Welche Frage ist dir heute besonders im Gedächtnis geblieben? Also allgemein schon, generell die Frage, ja, Vereinbarkeit, Job, Familie, warum lässt man eins liegen oder zumindest in der Fragestellung heraus, finde ich schon sehr, auch sehr persönlich beleidigend auch schon, dass man jemandem unterstellt, ja, du hast ja eins liegen lassen, um das andere voranzutreiben. Welche Frage ist dir heute besonders im Gedächtnis geblieben? Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir tatsächlich die Frage des Vier-Wochen-Rhythmus der Frau, weil da habe ich, also ich glaube, es ist zu sehen, dass ich direkt, als die Frage vorgelesen wurde, schon mit Mimik reagiert habe, weil ich mir das einfach nicht vorstellen kann, dass es sowas, also so eine Aussage tatsächlich in betrieblichen und vernünftigen Gesprächen miteinander geführt werden. Jens, wie hast du dich bei der Frage nach der Kinderbetreuung gefühlt? Die Frage nach der Kinderbetreuung fand ich legitim. Da habe ich mich jetzt gar nicht so unwohl gefühlt. Sie war halt komisch formuliert. Ne? Dieses, wer hat sich da drum gekümmert und du hast Karriere gemacht. Wie hättest du dich gefühlt, wenn du die Frage nach den Ernährungstipps einer Frau hättest stellen sollen? Ja, also die fand ich total spooky, die Frage. Die würde ich niemals jemandem fragen, weil ich vielleicht auch in der falschen Branche bin. Ich finde, so nach optischen Eindrücken da Fragen zu stellen, finde ich eher ungewöhnlich. Also das sind so Fragen, die mir besonders hängen geblieben sind. Ob ich mich als ein Powermann sehe? Auf jeden Fall. Das war eine sehr gute Frage gewesen, weil ich mich ja natürlich nicht als ein Powermann sehe, aber zu einem gewissen Punkt habe ich mich gefragt, was ist ein Powermann überhaupt und ob das ein richtiger Ansatz ist, dass eine Frau zu sagen, du bist eine super Powerfrau oder Powerwoman. Das kann man zu einem gewissen Punkt natürlich ja auch dann sagen. Aber da ist ja, wie gesagt, auch die Frage, ob das wieder als was etwas anderes gesehen wird oder nicht. Olaf, wie hast du dich bei der Frage nach deiner Quotenposition gefühlt? Ziemlich entspannt. Es war nie ein Problem, es war überhaupt keine Trennung zwischen Frauen und Mann irgendwie in dem Berufsleben. Hast du von dem Thema Quote in deinem Bereich schon irgendwas gehört? Also in dem Sinne dann Quotenmann? Nein, gar nicht. Also es war kein Thema, es wurde nie definiert, dass wir so und so viele Männer haben müssen oder so und so viele Frauen. Das ist bei uns komplett frei gewesen. Olaf, auf die Frage nach dem Zuhausebleiben bei den Kindern hast du geantwortet, dass du das damals nicht getan hast, heute es vielleicht anders machen würdest. Ja. Wie sehe das vielleicht sogar ganz konkret bei dir aus? Damals hat meine damalige Frau ihren Job aufgegeben und hat sich um die Kinder gekümmert. Und das würde ich heute anders machen. Es ist auch die Wertigkeit für die Frau höher, wenn sie wieder arbeiten kann. Und das war damals noch nicht Thema. Rainer, dir wurde recht konkret unterstellt, wegen deines guten Aussehens nicht ernst genommen zu werden. Was schoss dir als erstes bei dieser Frage durch den Kopf? Also die erste Reaktion war, was hat Aussehen mit der Performance im Job zu tun oder ob man erfolgreich ist oder nicht? Das hat aus meiner Sicht überhaupt nichts miteinander zu tun. Ne? Die zweite Reaktion war so ein bisschen, es ist aber schon so, wie man sich zum Beispiel auch kleidet, wenn man zu besonderen Veranstaltungen geht oder besondere Tagesthemen im Prinzip hat, dann ist es schon ein Unterschied, wie man
ob man, sag ich mal, im Schlabberlook dahin geht oder ob man sich halt irgendwie anders adrett kleidet. Das schon. Aber das eigentliche Aussehen der Person hat am Ende des Tages aus meiner Sicht überhaupt nichts damit zu tun, ob man erfolgreich ist oder nicht. Und deswegen hat mich diese Frage so überrascht, dass ich quasi diesen ersten Teil der Frage mehr oder weniger ausgeblendet habe. Welche Frage an diesem heutigen Tag ist dir besonders im Gedächtnis geblieben und warum? Die eine Frage, die noch so ein bisschen nachhalt, ist das Thema mit der Quote. Weil ich schon der Überzeugung bin, es gibt immer einen guten Zeitpunkt, wo man solche Themen auch in der Gesellschaft thematisiert und vielleicht auch an so einen Begriff Quote, Quotenfrau oder so hochzieht, um sozusagen diese Dynamik in die Diskussion zu bekommen. Für mich ist aber bei dem Thema ein Zeitpunkt erreicht, wo ich denke, je öfter wir dieses Quotenthema strapazieren, desto weniger kriegen wir da auch eine Normalität rein, dass es eigentlich normal ist, diese Diversität in der Gesellschaft, in den Unternehmen, in Vereinen, wo auch immer, sowohl im Job als auch im Privatleben entsprechend sozusagen hochziehen können. Ja. Also das halt bei mir noch so ein bisschen nach. Da möchte ich allerdings noch mal verstehen, was bedeutet das bei uns im Unternehmen ganz konkret? Und ihr habt euch Gedanken dazu gemacht, warum ihr die Frage gestellt habt. Und das würde ich gerne hinterher noch mal ein bisschen verstehen. Ja. An dieser Stelle möchte ich noch mal die Chance nutzen, um mich bei euch zu bedanken für diesen echt tollen Tag. Sehr ereignisreich, ich glaube, sehr interessant und aufschlussreich für uns alle. Und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Eine Erkenntnis, die wir aus dem heutigen Experiment mitnehmen können, ist: Worte schaffen Wirklichkeit. Wir hoffen, dass wir euch mit diesem Experiment ein wenig über den Sexismus, der uns doch leider noch recht häufig begegnet, ein wenig sensibilisieren konnten und verabschieden uns damit von euch.